heute Abend an den Turntables der Straßburger Lettrie Danny Dunn. Der 22-Jährige heizt hier so richtig ein. Das ist jetzt Drum and Bass. Es hat richtige Breaks verglichen mit House, aber die Rhythmik ist ziemlich Drum and Bass mäßig. Und jetzt Broken Beat. Das ist ein brillantes Stück. Echt mein Favorit. Das ist ein ziemlich gutes Beispiel hier. Da ist ein Break, es wird langsamer, fängt wieder an, da kommen Sachen dazu, der Hintergrund folgt und dann diese Steigerung. Seit er 15 ist, fährt Danny Dunn voll auf Black Electro Sounds ab. Broken Beat hat er 2000 auf einer englischen Compilation entdeckt. Mittlerweile hat der DJ über 800 Vinyls in seiner Wohnung gehortet. Für den Manga- und Japan-Fan ist es am wichtigsten, sein Ding zu machen und dabei immer in seiner Mitte zu bleiben. Das Konzept war ganz simpel. Man geht in ein Café und hört Broken Beat. 2002 startete Danny Dunn Timeless Inspiration, sein Webradio im Netz. Hier kann man sich Mixes von DJs aus Frankreich und seine Wurzeln liegen im Jazzfunk der 70s, im Afrobeat und dem Detroiter Techno. Ihr Coolset dieses Jahr in Brüssel ist die ultimative Fusion von allem, was groovt. Für ein bisschen mehr Würze beschließt Dego, der Gründer dieses DJ-Produzentenduos, die Beats zu brechen. Damals kam der Drum and Bass so langsam raus. Da mischten wir auch mit. Und wir erfahren Fusion, was dann ein Musikstil wurde. Wir orientieren uns an Jazz und Fusion der 70er Jahre. Aber Hip-Hop hat natürlich noch einen größeren Einfluss. Mit rund 15 Produzenten wie Alex Atias oder Tay-G entsteht 2000 eine richtige Szene. Und die mischt den Londoner Westen ganz schön auf. Auf dem Kontinent wird Deutschland als erstes vom Broken Beat-Fieber mitgerissen. Der Funken springt über auf Straßburg, heute die Broken Beat-Hauptstadt Frankreichs. Seit 2003 bahnt sich diese Underground-Bewegung mit ihrem schrägen Rhythmus und den warmen Bässen ihren Erfolgsweg durch die kleinen Clubs der Stadt. Seit 4 Jahren mischt der Broken Beat auch bei den musikalischen Experimenten des Duos Nootropic zwischen Nu Jazz und Brasil-Sounds mit. Im Studio ist Luc alias DJ Link an den Maschinen, in den Clubs mixt er. Jassamar spielt Querflöte, ohne traditionelle Instrumente kein Broken Beat. Pour moi, ça a été très tardif, la musique. Ich war ein ziemlicher Spätentwickler in Sachen Musik. Meine Familie schwamm nicht gerade im Geld und da konnte ich kein Instrument spielen. Ich habe halt viel Musik gehört und als ich es mir leisten konnte, wollte ich auch selber Musik machen. Ich spielte immer besser Flöte, die Maschinen kamen dazu und beides floss zu einer organischen Mischung zusammen. Mit den Maschinen mache ich die Beats. Es ist nämlich schon ziemlich kompliziert, einen Schlagzeuger aufzunehmen. Und dann hat auch noch jeder Schlagzeuger seinen eigenen Groove. Aber mit den Maschinen kannst du ganz charakteristische Grooves produzieren, die ein Schlagzeuger zwar nachspielen kann, die er aber niemals von sich aus spielen würde. Ich spiele euch die Bass vor. Dann kommt die Snare rein. Dann das Hi-Hat. Und jetzt eine Synkope.
In 2 Jahren haben Nootropic 4 Maxis herausgebracht. Von den Vinylscheiben haben sich 4000 Exemplare verkauft. Die Hälfte ging nach Japan. Bei einem japanischen Label wird auch ihr erstes Album 2005 herauskommen. In Frankreich bleibt Broken Beat ein Insider-Tipp. Das Insider-Headquarter heißt Soultronic. Der Laden in der Straßburger City verkauft zu 90% Black Electro auf Vinyl, über die Ladentheke und übers Netz. 1998 von No Stress und Stefan alias Tal eröffnet, setzt Soultronic noch einen drauf. Dieses Jahr wird ihr eigenes Label aufgezogen. 98 war unsere Broken Beat-Reihe so. 2000 war sie dann so. Und 2004 so. Wir hoffen, dass das bis 2010 noch in dem Stil weitergeht. Mit Unterstützung von Soultronic steht das Duo Stepper Hunter jetzt an vorderster Front des Broken Beat. Stepper Hunter, Schrittjäger auf Jamaikanisch, fanden sich 2001 im Musikkonservatorium. Olesya, 31, spielt Klavier, seit sie 4 ist. Stephen Choice ist ausgebildeter Kontrabassist und lehrt computergestützte Musik. Das Münchner Kultlabel Compost Records hat ihre Maxi herausgebracht. Mit dieser Art von Musik kann ich tatsächlich immer weitergehen. Wenn man an einem bestimmten Punkt ist, sucht man weiter und hat dabei die ganzen Fusion-Möglichkeiten dieser Musik. Sowas haben Herbie Hancock oder Miles Davis in den 70er Jahren auch gemacht. Und daraus entstand dann Jazz Fusion oder Jazz Funk. Wollten wir Geld verdienen, dann... Würden wir keinen Broken Beat machen. Dann würden wir Haus machen. Stumpf. Nach der frühen...